Das von Shang kontrollierte Gebiet liegt hinter uns, Doktor, aber es ist noch nicht vorbei. Wir brauchen alle unsere Leute einsatzbereit. Und Tombstone, Sir? Sie sind nicht unter den Toten. Oh, Scheiße. Okay, okay. Was noch? Wenn sie erwischt werden, wie stehen die Chancen? Wenn Shang sie hat, werden wir sie vermutlich nie wiedersehen. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 4. Der letzte Part war sehr aufreibend, denn wir mussten feststellen, dass Hannah sich einst als unsere Verbündete ausgegeben hat, uns letztendlich aber doch betrogen hat. Irish und Wrecker, der momentane Aufenthaltsort ist unbekannt. Pack scheint tot zu sein und wir gucken jetzt mal, was uns denn jetzt erwartet. Auf jeden Fall hat uns das doch stark getroffen. Irishs Vermutung war auf jeden Fall richtig, dass Hannah doch nicht auf unserer Seite steht. Ihre Mission in Shanghai, Sergeant Wrecker. Wie lautete sie? Sie sollen endlich reden! Was für eine Mission in Shanghai! Kimball Irish Grace, Sergeant... Lass ihn in Ruhe, du kackes Schwein! Halten Sie mich doch auf, Sergeant! Wrecker! Wrecker, bleib bei mir! Bleib bei mir, Wrecker! Ich schneide dir deine scheiß Arme ab. Und dann werde ich die Spionschlappe Hannah finden und sie damit zum Brei schlagen! Sie und ihren scheiß Ehemann! Ihr Mann? Was für ein Mann? Drehen Sie jetzt durch? Du hältst mich für blöd, was? Der Typ mit dem Verband! Ich weiß! So, er lebt noch. Dein Schiff ist die USS Valkyrie, richtig? Was? Was zum Teufel redest du? Du hast keine Ahnung, wen du aus Shanghai rausgeholt hast, was? Oh Mann, Foltermethoden aus China. Wrecker, sie sagen, das sei dein Name. Du weißt etwas über... Dima. Jen Jay. Ich höre sie reden. Über dich. Über Jin Jay. Sie sagen, du wüsstest etwas. Hey, Sergeant, aufwachen. Du bist Amerikaner, schon vergessen? Denkst du, dein Land wird dich retten? Oh nein. Du wirst hier verrotten. Du hast keinen Grund, mir zu trauen. Aber ich kann auch nicht alles allein erledigen. Okay. Zwielichtige Gestalt namens Dima. Mit Vertrauen haben wir es ja momentan eigentlich gar nicht so. Nehmen wir hier mal eine selbstgebastelte Waffe in die Hand. Ich wühle mich jetzt aber hier nicht durch die Wand. Du bist stark und hast die Fähigkeit, uns aus diesem Loch rauszubekommen. Also vertraue ich dir. Verstehst du? Es sei denn, du willst den Gestank hier unten auch in den letzten Stunden deines Lebens riechen. Wenn man wie ich eine nukleare Explosion überlebt hat, oder für die Freiheit, du es von dir behauptest, dann wartet man nicht darauf, dass man im Gefängnis... Was ist hinter dieser Mauer, hä? Gefängnis oder Freiheit? Bist du nicht neugierig? Na los, go! Okay, wer auch immer jetzt Dima ist, er scheint ein ehemaliger russischer Soldat zu sein. Wir klettern ihm einfach mal hinterher, nur so kommen wir hier raus. Und das ist die Chance, dieses Miststück Anna endlich umzulegen. Auf die Seite. Du musst springen. Ah.
Ja, jetzt klettern wir hier irgendwelche Kabelbäume hoch. Rauf auf die Rohre, spring! Markiger russischer Akzent. Oh, jetzt rutschen wir fast auch noch raus. Zieh dich hoch, Wrecker, komm schon. Okay, wir sind auf jeden Fall in den Wartungsschächten. Wenn wir zusammenbleiben, überleben wir. Eines chinesischen Gefängnisses. Nachdem wir bewusstlos geschlagen wurden, haben wir ja natürlich nicht gesehen, wo wir hingebracht wurden. Wenn du eine Kugel einfängst, kann ich nichts machen. Dort bist du nutzlos. Er hat Verdacht geschöpft. Ja, der macht es gleich richtig und bricht ihm sofort das Genick. Komm schon, Sergeant. Tut gut, wieder das. So wie er diesen Schraubenzieher hält oder was auch immer das darstellen soll, erinnert mich das gerade sehr stark an Dishonored. Hat für ordentlich Wirbel gesorgt. Vom Turm in der Mitte kann man alle manuellen Schlösser öffnen. Von da aus können wir hier alles aufmachen. Vorsichtig jetzt. Schalt die Wache aus. Leise. Okay, die Wache sollen wir ausschalten und mal gucken, ob wir da ohne weiteres hinkommen. Jawohl, wir rammen ihm einfach das Ding ins Herz. Bleib aus dem Leben. Sorge für Aufruhr und verschwinde rein. Aber wir sollen uns nicht entdecken lassen, schön vorsichtig. So, in den Hals damit. Müssen wir hier hinten in Deckung gehen? Können wir durch diese Tür? Nein. Wir warten, bis der Lichtkegel vorbei ist. Den müssen wir, glaube ich, umlegen. Sehr junge Chinesen, wie wir gerade sehen. Aber auf uns hat ja auch keiner Rücksicht genommen. Oh Mann, jetzt wurden wir entdeckt. So ein Mist aber auch. Sollen wir hier auf den Turm hoch? Das ist unser Ziel. Auf geht's. Die Trapino. Und er kriegt seinen Schraubenzieher auch ins Gesicht gerammt. Haben wir noch einen. Und jetzt werden wir alle Türen öffnen. Alle Gefangenen werden rausgelassen. Eine Waffe nehmen wir natürlich auch auf. Jetzt können wir uns hier auch durchschießen. Vorteil ist, dass es diesmal ausnahmsweise bestimmt keine Supersoldaten sind. Bisschen blöd finde ich, dass die mal wieder alle Laserpointer haben. Schon ziemlich ätzend auch in Battlefield 3 gewesen. Und weiter geht's. Versuchen wir hier rauszukommen.
Okay, Deckung kriegen wir leider von 0, gar nichts von Dima. Liegt aber weniger an der Person als an, ja, als an dieser ziemlich miserablen KI. Also da kann ich wirklich kein gutes Wort dran lassen. Es geht mir auch ehrlich gesagt ein bisschen auf den Keks. Markieren wir lieber mal vorher die Gegner. Schnappen uns hier die Waffe. Und jetzt schalten wir hier schon mal wieder alles aus, was uns hier vor die Flinte kommt. Oh Mann, ey, die Jungs, die können schießen. Fast jeder Schuss ist hier ein verdammter Treffer. Auch mehr als genug Überblendeffekte. Bleiben lieber ein bisschen mehr in Deckung und nehmen uns einen nach dem anderen vor. Dich habe ich auch erwischt. Der hängt gerade ziemlich durch die. Der hängt gerade ziemlich durch den Zaun durch. Ja, irgendwo hier haben wir noch einen. Da ist er. Ein Gegner ist noch da. Den werden wir jetzt aber einfach mal ignorieren. Wir wollen nämlich hier raus. Oh, Irish. Komm schon. Komm schon, Irish Kumpel. Steh auf. Pack! Wo ist Pack? Ich lasse ihn nicht zurück! Komm schon, komm mit! Komm! Pack! Wo haben Sie ihn hingebracht? Was redest du da? Da vorne ist der Fahrstuhl. Und das ist der. Schatz, alle auf. Sicher das Gebiet. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt auch ein paar Gefangene, die uns hier bei dem Angriff unterstützen. Oder eher gesagt bei dem Ausbruch. Wie schon mal erwähnt, sind es Gott sei Dank keine Elite-Soldaten, sondern nur normale Wachleute. Auch wenn die für meinen Geschmack auch schon recht gute Ausrüstung haben. Okay, wir müssen uns zu dem Aufzug durchschlagen. So wird's gemacht. Hinein in den Aufzug. Kommt dann, Jungs. Ist das der richtige Weg? Ja. Warum hilfst du uns? Tu ihn gar nicht. Ihr helft mir. Und los geht's. Wir ziehen am rostigen Hebel. Lang her, dass ich hier unten war. Wer ist der Kerl? Dein Partner? Ist er okay? Wo sind wir? Singapur, oder? Sehr komisch. Mein Freund macht Witze. Ich bin Irish. Du bist Wrecker. Oh, scheiße, genau. Du weißt nicht, was da oben ist? Keine Ahnung, hä? Das war's immer. Du verstehst es nicht. Bald findest du es raus. Lass sie zuerst gehen. Kugeln fangen. Alles klar. Ja, russische Firmenpolitik.
Ja, hier haben wir auf jeden Fall ordentliche Waffenausrüstung. Jetzt nehmen wir uns hier erstmal eine schöne Waffe, mit der wir auch was anfangen können. Wird hier auf die M4 hinauslaufen. Als Sekundärwaffe packen wir... was packen wir denn da ein? Ich würde sagen, wir entscheiden uns mal für ein wenig durchschlagskräftigere Modell. Und zwar... Wir nehmen mal das Typ 88 LMG. Weil wir sehen hier, es sind viele Gegner unterwegs und das bedeutet, wir brauchen viel, viel Feuerkraft. Und ihr seht, das Teil macht auch genau das, was es soll, Durchschlag haben. Ach so, das Ding hat ja über 200 Schuss, okay. Müssen wir gar nicht so schnell nachladen. Bei ihm schießen wir die Decke unterm Arsch weg. W36C freigeschaltet. Mit einer der beliebtesten Waffen in Battlefield 3 für den Pionier. Das werden wir allerdings später auch herausfinden, ob das immer noch der Fall ist. Gott, eine kleine Blechdeckung wird dir jetzt auch nicht mehr helfen. Boah, da wurden wir gerade hart getroffen, schnell in Deckung. Das war von ihm da oben. Ganz ruhig. Räum das Gebiet. So, jetzt gehen wir mal hier wirklich auf Nummer sicher und gehen mal direkt auf Kopfschusshöhe. Wir haben es fast geschafft. Zu diesem Raum hier müssen wir wohl. Kommen unsere Jungs. Irgendwo ist wohl noch ein Gegner. Gucken wir mal, wo sich der befindet. Da kommt er angelaufen. Also. Kontrollraum. Zum Teufel ist der. Neben dem Tor. Keine Angst, Amerikanski, ich schaff das. Komm hier rein. Los, los, gehen wir. Wo ist das? Oh, M320. Gefällt. Das lohnt sich hoffentlich. So, wir lassen den guten Herrn mal machen. Und damit sind wir am Ende wieder dieses Parts. Im nächsten geht's weiter. Und dann schauen wir mal, wie es denn weitergeht. Dieser Tag. An diesen Tag denke ich schon seit einer sehr, sehr langen Zeit.